Menschen wissen, die Brutalisierung bei der Kriminalitätsbegehung steigt. Und das ist, da können mir die Kriminologen erzählen, was sie wollen. Die können Zahlen messen, aber die können nicht Intensität von Verhalten messen. Die können die Brutalisierung nicht wirklich messbar machen. Und wenn wir sagen, alles ist schön und alles ist, die Kriminalität sinkt, dann mag das in absoluten Zahlen stimmen. Für die sozialen Ballungszentren stimmt es nicht und für die Intensität der Straftaten stimmt es schon mal überhaupt nicht. Weil Sie die Arbeit schon so lange ausüben, können Sie es ja vielleicht auch einschätzen. Hat das zugenommen? Also wenn man sagt zur Lehrerin, du alte Pute, ist das was anderes, als wenn man heute sagt, ich scheiße auf Deutschland, du hast mir nichts zu sagen, du bist Dreck unter meinen Schuhen. Also das nimmt die, nimmt die Lehrerin mehr mit. Sie hat manchmal schon in Situationen, wo sie sich einsam fühlte, darüber geklagt, dass sie in der Kollegenschaft nicht auf einhellige Zustimmung gestoßen ist, dass sie schon zu spüren bekam, na, ist das nicht alles nur die Befriedigung des Egos, ist sie nicht nur mediengeil, warum machen Sie, machst du hier so einen Wirbel, es ist doch alles so schön eingerichtet. Sie fühlte sich teilweise als geschnitten. Bei allem Erfolg wird es wohl immer einsamer um Kirsten Heisig. Ihr Leben, gehetzt von Termin zu Termin, überfordert sie und andere. Auch Gleichgesinnte werden zurückgelassen. Mit ihrem Tempo kann kaum jemand mithalten. Also alleine habe ich in einem Schuljahr mit ihr über 20 Veranstaltungen in den Schulen organisiert. Und sie hat niemals Nein gesagt. Wir fuhren im gemeinsamen Boot und irgendwie konnte ich da nicht mehr mithalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat ein Pensum sich auferlegt und auch, naja, bewältigt. Jedenfalls geschafft erstmal. Das führte bei mir dazu, dass ich manchmal schon so ein bisschen fast daneben stand und schon vom Zugucken atemlos wurde. Kirsten Heisig, die Frau im Dauereinsatz, will allen gerecht werden. Scheitern oder innehalten kommt für sie nicht in Frage. Für Kollegen, Sozialarbeiter oder Journalisten ist sie immer erreichbar. Und auch wenn sie nun allein lebt, ihre Töchter beschäftigen die Mutter sehr. Es war manchmal auch ein bisschen lästig, wenn immer ihr Handy bimmelte. Das hatte sie also permanent dabei. Und man konnte also auch in den Besprechungen, die wir so abzuhalten haben, eigentlich Wetten abschließen, wenn jemand denn dagegen gewettet hätte, das hätte sicher keiner getan, dass irgendwann ihr Mobiltelefon wieder losblägt und sie raus muss, weil zu Hause irgendwas zu machen ist. Tochter 1, Tochter 2, Schule, Zahnarzt, weiß der Kuckuck, irgendwas in der Art. Also da war sie jedenfalls auch beschäftigt und das weiß ich jedenfalls noch, da gab es dann gelegentlich auch: Nee, will ich nicht, mache ich nicht, kann ich nicht, da habe ich. Und dann folgten eben Termine zu Hause mit den Kindern, Arztbesuche dergleichen, Schularbeiten oder so. Ihre Töchter haben sie auch sehr in Anspruch genommen, weil es ist ja nicht so, dass sie keinen Kontakt zu ihnen hatte. Am Wochenende lebten die Töchter bei ihr, soweit ich weiß. Und sie hat ihnen dann auch das gegeben, was sie hatte. Psychisch wie physisch. Die Anzeichen für ihren Erschöpfungszustand werden übersehen. Niemand merkt, wie sie des Lebens müde wird. Im Gegenteil. Ratlos erinnern sich Freunde an die letzten Momente, mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft. Kirsten ging dann auf die Fanmeile und es war lustig. Kirsten war geschminkt, wie so eine kleine WM, wie so ein kleines WM-Mädchen eben. Ja, dann gab es das Spiel gegen Ghana. Sie war angespannt, sie war ja Fußballfan, so genauso wie ich. Und ja, und dann irgendwann fiel dann auch das Tor. Ja, ich glaube, Mesut Özil hat es, Deutsch-Türke. Wir freuten uns total, dass es auch noch ein Deutsch-Türke war, der Deutschland eben quasi weiterbrachte. Und ja, dann haben wir, nachdem das Spiel zu Ende war, noch getanzt. Meine letzten Kontakte waren die Kontakte mit einer Frau in einer emotionalen Hochstimmung. Sie freute sich unheimlich über den Abschluss der Arbeiten an ihrem Buch. Sie freute sich auf
den September. Es stand fest, wann das Buch veröffentlicht werden wird. Sie freute sich auf Reaktionen auf ihr Buch. Und ihr war völlig klar, dass ihr Buch auch Reaktionen auslösen würde, weil es spricht ja auch eine klare Sprache. Also sie war beruflich auf dem Höhepunkt. Guten Abend, Berlin, und herzlich willkommen. Berlins bekannteste Richterin ist verschwunden. Seit 3 Tagen wird Kirsten Heisig vermisst. Bundesweit bekannt wurde sie vor allem durch das sogenannte Neuköllner Modell. Heisig hatte sich dafür stark gemacht, jugendliche Straftäter schnellstmöglich vor Gericht zu bringen. Ihr verlassenes Auto wurde jetzt an einem Waldrand in Heiligensee entdeckt. Es dauert bis 15 Uhr. Da trifft in der Straße am Tegelgrund in Heiligensee eine Hundertschaft der Polizei ein. Die Beamten machen sich sofort an die Arbeit. Sie beginnen, das Waldgebiet zu durchsuchen. Gemessenen Schrittes, um ja nichts zu übersehen. Ich habe es über einen Medienvertreter erfahren, der mich anrief und fragte, wo ist deine Kollegin und Freundin Kirsten Heisig, die wird vermisst. Dann habe ich rumtelefoniert. Weil ich es nicht glauben konnte, habe ihrem Handy angerufen, dann war die Mailbox voll. Habe ich die Kripo angerufen, weil ich irgendwie alles, was ich an Informationen hatte, preisgeben wollte. Man glaubt es ja nicht, dass da irgendwie ein Eigenverschulden da ist. Oder ein Suizid. Und hab da gehofft einfach. Gehofft, dass sie in irgendeinem Keller steckt und gefunden wird. Viele haben die Befürchtung, Kirsten Heisig könnte Gewalt angetan worden sein. Die Polizei verstärkt die Suchaktionen. Zunächst ohne Erfolg. Ich habe gedacht, sie ist gekidnappt oder ermordet. Der erste Gedanke war von mir, hoffentlich wurde sie nicht entführt, hoffentlich wurde sie nicht von Jugendlichen oder deren Eltern, die sie hat verurteilen müssen, ihr was angetan. Ich erinnere an Headlines wie, ich bringe eure Söhne ins Gefängnis. Und das war mein erster Gedanke. Hat es irgendeinen Aspekt von Rache gegeben. Drei Tage dauert die Suche nach der Richterin. Eine Zeit, in der immer mehr wilde Spekulationen und Verschwörungstheorien über ihr Verschwinden auftauchen. Dann wird sie gefunden. Er hängt an einem Ast. Ich habe eine Stunde geweint, ununterbrochen, weil Menschen wie sie nicht jeden Tag auf die Welt kommen, wo das Herz, die Realität und die Verhaltensart und Weisen zusammenspielen können, eine Kette bilden, eine Kette der Menschlichkeit. Als mein Chef mich anrief und mich informierte, da war ich mit meinem Paddelboot auf der Spree unterwegs. Da bin ich dann rechts rangefahren und bin erstmal ausgestiegen und habe dann da gesessen. Und es war irgendwie so, als wenn die Zeit stehen bleibt. So, es war so eine sehr, ne, es war sehr still und sehr, kein Wind und die Sonne schien und es war, passte gar nicht dazu. Und ich wusste gar nichts mit mir anzufangen. Also es war, ich bin auch wütend geworden, ein bisschen. Ne? Weil ich dachte, warum lässt sie uns jetzt alleine damit? Warum macht sie nicht weiter? Das Buch ist geschrieben. Ja, und wir haben noch so viel vor. Warum ist sie jetzt einfach weg? Warum macht sie das? Ich war erst auch ein bisschen wütend, weil ich dachte, wie kann sie nur so verantwortungslos sein? Sie hat noch so
hat so viele wichtige Aufgaben, auch dienstlich. Vom Persönlichen will ich gar nicht reden, aber auch dienstlich ist so vieles noch, wo wir eigentlich nicht, streichen wir es eigentlich, wo wir nicht auf sie verzichten können. Und dann, ja, wurde mir klar, wie groß ihre seelische Not gewesen sein muss. Ja, und wie schwer krank sie wohl war. Die seelische Not und ihr persönliches Vermächtnis. Daran denken jetzt viele. Sie war ja einzigartig. Sie war ja eine Person, die sich mit aller Kraft und auch gegen Widerstände durchgesetzt hat in dieser Sache, die so notwendig ist, wie wir wissen. Wo Jugendgewalt, wo Gerichte, Jugendgericht im Spiel sind, erinnere ich mich an sie. Also sie ist für mich unsterblich. Auf ihren Suizid bereitet sich Kirsten Heisig vor. Wenige Tage zuvor legt sie anwaltlich fest, wo sie begraben werden möchte, nimmt kurz vor dem Tod eine Überdosis Antidepressiva. Die Obduktion ergibt, Kirsten Heisig hat sich selbst in eine Schlinge fallen lassen. Bei Kirsten wissen wir, dass sie es wirklich wollte. Dass es ihre freie Entscheidung war, zu sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es muss eine gespaltene Persönlichkeit gegeben haben. Es muss zwei Kirsten Heisigs gegeben haben. Das ist für mich zweifelsfrei. Und die andere Persönlichkeit hat dann letztendlich über die Kirsten Heisig gesiegt, die ich kannte. Glauben Sie, warum keiner das gemerkt hat? Sie eingeschlossen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie es auch nicht gewollt. Vielleicht wollte sie auch nicht, dass das, außer vielleicht einigen ganz wenigen, zu denen ich sicher nicht gehöre, so dicht an ihr dran sind, dass sie auch die schwache Kirsten kennen. Und die meisten haben nur die andere Seite gesehen. Wir haben über Suizid gesprochen. Über Tabletten nehmen. Im Nachgang war sie suizidal. Aber im Nachgang ist sie ja schlauer.